Hier herrscht also mittlerweile irgendwie so ein Krieg zwischen C2S. Alter, die haben jetzt, die haben Scharfschützen. Na, holla die Waldfee. So, ich glaube, damit sollte ich erstmal ausgeschaltet haben. Fast alle. So. Na dann. Haben wir das zweite ausgeschaltet und ich glaube, wir haben auch freien Zugang zum dritten. Hoffe ich. Wo kommt das her? Von da. Okay, alles klar. So, jetzt sollten wir eigentlich... eigentlich freien Zugriff haben. Hier ist irgendwo noch jemand. Jojo. Werd mal nicht unvorsichtig. Immer wachsam bleiben, Alter. Ich würde sagen. So wird's zu deiner Achtsamkeit. Von wegen kommen wir nicht alleine rein, wir haben sie alle umgebracht. So. Wir hätten es natürlich auch über den technischen Weg lösen können, aber ich bin eher so der Freund von brutaler Gewalt und Massenmord. In Spielen natürlich. So. Na dann. Tor ist offen, schalten Sie den C2S-Turm frei. Was geschafft? Ich glaube, die Viceroys werden von Chicago gewaltig unterschätzt. Die Typen wissen, was sie tun. Also wird alles noch komplizierter. Ja. Langsam mache ich mir Sorgen, was wir da drin finden. So, jetzt verlassen wir das Gebiet noch schnell und dann... zurück zum Bunker. Ich guck mal, was Rossi Freeman so versteckt. Zurück zum Bunker ist natürlich ziemlich einfach. Da gehen wir einfach... wir haben ja eine Schnellreise. Also ich bin noch in der Mission, weil ich das Gebiet noch nicht verlassen habe. Natürlich verlassen wir erst das Gebiet. Erstmal unterstellen hier, boah, ist ja ein Wetter. So, auf zum Bunker.
Ich hab doch keine aktive Mission mehr, oder? Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwesterin. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Hey, ich bin nicht mehr in einer Mission. Jetzt bin ich nicht mehr in einer Mission, okay, gut. Jetzt darf ich endlich zum 35.000. Mal eine Schnellreise machen in unser neues Geheimversteck, den Bunker. Tobias, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Dazu. Was dich vielleicht interessieren könnte. Ich habe herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte? Oh, jetzt habe ich das Gespräch abgebrochen. Das wollte ich natürlich nicht. Das war natürlich nicht meine Absicht. So. Dann gehen wir mal in den Bunker. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gerne im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Mann. Dann mal los. Okay. So, wir sind jetzt ein Team. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Stühle könnten sich wenigstens leisten. Und was passiert jetzt? Ich hab vergessen, den Stern, Mann! Nein! Nein! Was? Also, das war jetzt... Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Da oben muss ich freiräumen. So. Besser an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht da reinzukommen. Hey, Mann. Was hast du? Da. Da. Da ist der Zeug, oder? Das sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können, klar. Ihre Arbeit gesehen, so lief. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie reden. Ich dagegen kann beißen. Ich bin
Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin ihn. Du komm. Okay. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. So. Fahrstuhlmucke wäre cool. Mit CTOS verbunden. What the fuck? Okay. Achso, hier komme ich nur an die Kamera. Code zugänglich. Ich muss wahrscheinlich da irgendwie rankommen. Ach nee, ich muss da rankommen. Ah. Der Herr bringt mich sozusagen direkt hin. Alter, was ist das hier nur für eine versüfte alte... Okay. Wo muss ich hin? Okay. Hier sind wir in einem Zockerzimmer gelandet, also so. Ach, das ist hinter mir, das ist klar. Wie hacke ich mich da durch? Wenn sie eine Blume... Was? Wenn ich diese... Okay, da hinten ist die Kamera. Und hacken. Okay, wir müssen da hoch. So. Moment. So. Also mal. Und sie starten auch. Das CTOS ist das Beste, was Blum für Chicagos Unternehmertum kommt. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Mir die Konkurrenz hungern. Man weiß, was ich will. Kann, was nicht kann. Setzt man sich mit ihrer eigenen Hand.
Also was hier abgeht, ist echt krass. So, wir warten kurz. Der Typ muss sich jetzt bestimmt umdrehen. Alter, hier sieht's aus. Es ist so heftig, Alter, was hier abgeht. Okay, der geht hier einmal rum. Du stehst im Weg. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Würdest du... Scheiß, bringt's nicht. Weißt du noch Grandma's Bulldog? Die hässliche kleine Töne? Bad Head. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Ja. Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließe Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Dirac. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Sonst noch was? Eieiei. Da lief wohl was nicht ganz richtig. Ich verstehe zwar nicht genau, warum er ihn jetzt umgebracht hat, nur weil er erzählt hat, was ein Wiese ist. Aber okay. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fetzer, Bad Bug, der wird für mich dabei. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzubringen.